Alter, wir sind voll nach Größe sortiert, ne? Thermosjacke. Ey, ich wollte mir einfach nur was abholen hier, ne? Alter, also ich wollte mir nur ein Kabel abholen. Was für ein Kabel? Was sitze ich hier? Was für ein Kabel raus? Ein Kabel. Yo! Meine Autowerkstatt ruft mich gerade an. Was? Meine Autowerkstatt. Ja, dann. Kann ich mit dran? Ja. Du sollst jetzt telefonieren, ja. Mach mal Lautsprecher, mach mal Lautsprecher. Hier. Hi. Okay, dann könnte ich ab jetzt holen. Wie lange habt ihr heute offen? Bis 4:45. Okay, das wird für mich knapp. Ich weiß, geht das dann morgen vielleicht früh? Nein, morgen wird das auch okay, genau. Dann hol ich es morgen. Super, super. In dem Sinne. Ciao. An der Stelle. Perfekt. So. Sorry. Einfach haben wir wieder. Mittlerweile heute, liebe Tim Jacken, ihr kennt ihn vielleicht. Derjenige, der bei Rezo alles im Hintergrund gemacht hat und seitdem ist Rezo ein Scheißkanal. Und wenn ich einmal eine Fuß. Und zu den Helden werden gespittet. Und wir sind im Bam, der Tod ist. Wenn ich einmal im Pool falle, ne? Nein. Bist du eigentlich wohlhabend? Du hast einen Pool und. Geldschatz. Sorry für den Donauwall, setz dich wieder. Anyway, Tobi gibt uns Schätzfragen, wir drehen uns um, wir müssen schätzen und wer verliert, wird in den Pool reingetreten. Der Twist allerdings bei der Sache ist, dass Thomas, aka Mark Forsters Klon, hier noch 20 Liter Salzsäure in den Pool gekippt hat. Das wissen die anderen beiden gar nicht. Chillig, ich würde sagen, das ist einfach eine Variante vom Format von Mois und ich würde sagen, wir fangen einfach an, let's go. Wir können doch mit Schlagen machen. Was? Wir können doch mit Schlagen machen. Dicker. Finde ich besser. Oder beides. Wasser, beides. Einfach nur Schlagen. Ja. Einfach nur Schlagen. Ja. Richtig oder Faust ins Gesicht. Wäre ich dabei. Neues Video, ja. Ich würde sagen, willst du das Soft-Air schon gegen die Schleife? Es reicht jetzt, ja. Ist Chillo. Ja, es reicht jetzt. Ja, wie früher immer gemacht. Es reicht jetzt, nein! Man merkt das! Können wir anfangen. Okay, gut, die erste Frage. Vor wie vielen Jahren wurde die Riesenschildkröte Adviata geboren, die 2006 als älteste ihrer Art im Zoo von Kalkutta gestorben ist? Okay, wann war das nochmal? Wann war das nochmal? Umrennen. Warte mal, in welchem Jahr oder wie viele Jahre? Vor wie vielen Jahren die gestorben ist. Vor wie vielen Jahren sie geboren ist, Entschuldigung. Wann sie geboren ist? Ach, wann sie geboren ist? Ja. Vor wie vielen Jahren, nicht die Jahreszeit. Vor wie vielen Jahren Ach, vor wie vielen Jahren? Ja. Von 2006 aus oder von heute aus? Von heute aus. Von heute aus, vor wie vielen Jahren? Ja. Also, aber 2006 ist sie gestorben, ne? 2006 ist sie gestorben. Also, ne? Wie hieß die? Adviata. Ja, kenn ich. Ja, okay. Klar, ja, safe, natürlich. Okay, zähl runter. 3, 2, 1. 180. Ich hab gesagt 180, 280 und? 100. 100, okay. Oh, Bruder. Oh, Bruder. Oh, nein. Oh. Ah, ey, du so geht das von mal! Komm doch! Wollt ihr die Antwort auch bitte? Okay, wann? Die war 2 Jahre alt, Spaß. 256 Jahre. Oha! Alter, what the f, Bro? Vierteljahrhundert? Die ist älter als ich einfach. Das ist ja auch falsch, das ist ja ganz Vierteljahrtausend hätte ich nicht gewesen. Zigarrenasche habe ich gerade einfach in meinen Mund bekommen. Boah, ist das jetzt unangenehm hier nass zu sitzen, Alter. Das ist schon ein bisschen eklig. Boah, ist das kalt, Junge. Weiter. Das ist ein bisschen eklig hier gerade. Okay, wie viele Stellen hat der Strichcode der europäischen Artikelnummer? Was? 23. Was? Was für ein Strichcode? Von der europäischen Artikelnummer. Was für ein Strichcode? Von der europäischen Artikelnummer. Hä, was für. Ja, aber was für ein Code? So ein Barcode, Alter. Wie viele Stellen hat da der. Ja. Ja, was weiß ich, okay. Zähl runter. 3, 2, 1. 19! 25. 19! Ich hab 25? Ich hab 40. Oh nee, Digga. Noch nicht. Digga! Nein! Ich wollte mir nur ein Kabel abholen! Es waren 13. Sag ich doch! Ich hab noch 13 gesagt! 40! Du gehst jetzt neben ihn, ich hab keinen Bock mehr da drauf! Oh nee, Digga! Mann, was soll denn das? Okay, schnell, es ist so kalt, Alter. Okay. Digga, es ist kalt. Ein wie großer prozentualer Teil Islands ist eisfrei? Island? Also wie viel Prozent sind eisfrei von Island? Eisfrei. 3, 2, 1. 79. Was machen wir jetzt? Ihr beide 70? Ja. Ich mach 69. Kleiner Sack. Ich dachte, was in der Schule. Da hab ich auch ausgelacht. Was war's? Es sind 15%. Ich hab 29, ich bin sehr klug. Aber du bist trotzdem schon dreimal reingefallen. Ich hätte mein Abendessen. Hau ab jetzt, Alter. Bruder, es ist so eklig, so wenn man noch nicht so nass ist. Bleibst du. Zum Ding ist es richtig schlimm, ne? Ja, ist voll schlimm, ja. Du bleibst schon drin, weil er wird wahrscheinlich sowieso wieder falsch liegen. Komm raus, komm jetzt raus hier. Okay, wie oft pro Jahr zwinkert ein durchschnittlicher Mensch? Pro Jahr. Zwinkert? Bro. Was weiß ich? Keine Ahnung, Hundre. Achtung. Wie oft macht man so am Tag? So 100 Mal? 100 Mal? Weil das wir überlegen so. Julian, kommst du raus? Mach mal. Rechne hoch. Julian, kommst du raus? Ich weiß es doch nicht. Was ist? Zwinkern? Ihr müsst euch hinkriegen, versteht ihr das Format nicht? Ich will doch mal, ich überleg noch. Julian, knie dich hin und überleg dann. Bist du auch am Rechnen gerade? Ja, ich mach. Aber ich mein Kopf macht nichts. Okay. Same, Digga. Ich hab schon eine Zahl im Kopf und sag mal. Du hast gerade gesagt 100 Mal, ne? Am Tag. Ja, keine Ahnung. Das ist doch viel zu wenig. Niemals. Was weiß ich, Digga. 1,5 Millionen Mal. 1,1. 2 Millionen. Ist doch dumm. Wie viel hast du, TJ? 1,1. Ich hab 2. Oh,
Digga, jetzt pass mal auf. Es sind mehr als 84 Millionen Mal. Der nächste, der verliert. Ui, weil das Spiel ist übertrieben geil drin. Lass es doch. Gestört bist du einfach. Was stimmt denn nicht mit dir? Okay, Bonusrunde. Der Verlierer muss da drauf. Bonusrunde. Nee, der Gewinner. Nee. So eine Kopf auf. Okay, spielen wir dann weiter, oder? Ihr müsst hierher setzen. Digga, ich hätte doch gar nicht reingeworfen. Du bist schon voll auf Ding gewesen. Okay, nochmal. Nochmal? Ja. Okay, selbe Frage nochmal. Wie oft blinzelt... Okay. Wie viel Prozent des jährlich weltweiten Salzabbaus werden zur Enteisung amerikanischer Straßen gebraucht? Wie viel Prozent? Ja. Okay, rumreden. Was? 45, 10. 3, 2, 1. Warum falle ich jedes Mal in diesem Scheißpool? Ich war das nicht. Digga, ich hab gar nichts gemacht. Er wollte. Digga, du hast ihn reingezogen, er will dich schieben und schiebst mich einfach rein. Ja, aber er wollte. Weiter. Aber was war die Antwort? Meine ich, war es 10%. Eins hab ich gesagt! Was hab ich gesagt? Ja, ich hab gesagt 8. Ich bin sehr stark in Schätzfragen, wirklich. Ich hab 45% gesagt. Die nächste Frage wird ein Banger. Die ist easy. Wie viele Nebelpartikel müsste man sammeln, um einen Teelöffel zu füllen? Was? Nebelpartikel. Was ist denn ein Partikel? Ein Nebelmolekül? Ja, so ein kleines... Ja, so ein, ja. Also ein Wassermolekül quasi. Nee, Nebel ist ja nicht Wasser. Ja, natürlich ist Nebel Wasser. Aber nicht nur Wasser. Hä? Will doch, was denn, was da noch drin? Um einen Teelöffel zu füllen. Ja. Wie viele Partikel? Okay. Eine Milliarde. 22 Millionen. Eine Milliarde und eins weniger. 900 Millionen. Ey, du bist so dumm, Alter. Es sind 7 Milliarden. Ja, guck dich an. Ich bin sehr klug, oder? Wie viele Fotos wurden am Silvesterwochenende 2011 nach 2012 bei Facebook hochgeladen? Weiß ich nicht. Ich hab keine Ahnung. Rund von Köln? Nee, allgemein, okay. Silvesterwochenende. Von Köln. 105 Millionen. Es waren 750 Millionen. Ich werde trotzdem jedes Mal nass. Ich krieg's nicht, Mann. Bro, du hast am meisten abgekommen. Ich tag es nicht, Alter. Okay. Ja, du musst halt nicht ein bisschen anstrengen. 750 Millionen? Ich meine, nimm das Video nicht ernst. Bei Facebook hoch. 750 Millionen. Nur in Deutschland. In Köln? Komm, schnell, 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 schnell. Mir ist so kalt. Okay. Boxkampf. Genau. Achtung, wie viele Teile Besteck gibt es im Weißen Haus? Also jetzt... Das weiß ich. Verschiedene oder genau? Was? Ja, wie viele Teile? Genau. Du meinst jetzt so, wie viele Gabeln oder sowas? Wie viele Gabeln und Löffel und Messer? Aber zusammengerechnet. Alles zusammen. Drei, zusammengerechnet. 3, 2, 1, 120.000. 10.000. Du, wie viel hast du? Es sind 13.000. Digga, hab ich gesagt? Verloren? Du hast 120 gesagt. Er hat 10.000 und er hat 100.000. Du hast verloren, Sebastian. Okay. Das hört sich an wie Gamescom, oder? Warum Gamescom? Okay, die letzte Frage. Letzte Frage. Achtung, wer die jetzt gewinnt, der fällt nicht in den Pool rein. Wasser, das habe ich mir eingefallen lassen. Wie lange muss ein Mensch durchgehend schreien, um mit der produzierten Energie eine Tasse Kaffee erhitzen zu können? Erhitzen? Okay, ja. Das weiß ich. Also schreien. Wie lange muss er durchgehend schreien? Ich habe es ausprobiert, ich weiß es. Ich habe es gemacht jeden Tag. Kommt doch mal die laut, ne? Und zwar sind es 3, 2, 1, 2 Jahre. 10 Minuten. 2 Jahre. Was hast du gesagt, Ju? 2 Jahre. Auch? Ja. Ja! Was denn? Das ist auf jeden Fall ein Also, wir können mal ganz kurz, wir können kurz zusammenfassen. Am intelligentesten bin ich gewesen, weil ich alles richtig gemacht habe. Bin ja am meisten drin gewesen. Du hast einfach wirklich das Spiel aus Tagen. Ganz genau. Doch immer rein. Ja, wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben da. Checkt auf jeden Fall TJ aus. Der hat nämlich nächste Woche mit wem Beef? Das kann ich nicht sagen, aber es wird heftig. Heute, es ist wieder Zeit für so ein Video. Kennt ihr den YouTuber Erik Range? Gronkh. Let's go. Ich würde sagen, das war's mit diesem Video. Check auf jeden Fall Ju und TJ an. Mich müsst ihr nicht abchecken. Wir chillen noch ein bisschen cool. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und schreibt in die Kommentare, wie lang euer D*** ist. Ja, könnt ihr machen. Okay. Muss nicht, ne? 5.